zurückzukommen beim Alpha-Tier und heute eine Runde Sonne auf dem Spielplatz. Wir haben uns einen Spielplatz gesucht in der Nähe. Hier steckt das schon mal an. Das könnte sogar schon Geld sein. Hier. Ich guck mal, was das ist. Aber jetzt gucken wir jetzt schnell. Und gucken wir mal, wo wir es finden. Angeblich müssten hier irgendwo Münzen sein. Laut Metalldetektor. Frage ist nur, ob er richtig liegt. Ja, müssen wir einen Pinpointer nehmen. Einmal den Pinpointer in Anspruch nehmen. Doch, da ist was. Aber sowas von. Aber es war weiter oben. Ist das schon die erste Münze? Muss ganz vorsichtig gucken. Jetzt sehe ich sie nicht. Aber das schlägt was an. Was es ist, kann ich euch nicht sagen. Es kann ja auch alles andere sein. Aber ich sehe noch nicht mal ansatzweise, wo es ist. Noch einen anderen Pinpointer, der ist aber halb kaputt. Müssen wir mal gucken. Ist aber was. Ich guck mal, wo der. Das ist das Spielgerät. Kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch das Spielgerät sein. Mach die Sensibilität auch noch runter. Dann gehen wir weiter, ich weiß nicht. Oder? So, ich würde schon gerne wissen, was das ist. Ah, das ist das Gerät. Schade. Da war aber was. Ne, wir gehen weiter. Kommt. Das ist was. Ja. 100%. Das ist ein Treffer. Kann mal kurz meine Schippe holen. Einmal kurz die Schippe holen. Gucken, wo es war. Muss das lokalisieren. Erste Münze, die wir finden. Es ist die erste Münze, die wir finden. Ich kann es nicht glauben. Es sind 20 Cent. Super. Läuft doch bei uns. 20 Cent haben oder nicht haben. Für den Anfang ist das schon nicht schlecht. Aber hier 20 Cent zu finden, hat mich jetzt auch gewundert, muss ich sagen. Da liegt ja noch mehr Geld. 20 Cent haben wir schon mal. Hier war noch irgendwo was. Oder war es das? Ich glaube, das war es schon. Ja, das war's. Ich gehe mal zur Schaukel. Oh, oder doch nicht. Weil mir hier auch was anzeigt. Da. Da. Könnte auch Geld sein. Ich hoffe. Ich hoffe so sehr, dass wir nochmal Geld finden. Und das in so einer kurzen Zeit. Na. Da liegt auch Geld. Super. Und das ist das nächste Geld. Das sind 10 Cent. Haben wir schon 30 Cent gefunden. Jetzt geht's weiter. Schalldetektor bereit machen. Schippe immer dabei. Und weiter geht's. Finden wir noch mehr Geld. Gehen wir mal Richtung Schaukel. Obwohl, da kommen wir gar nicht hin. Hier ist auch was. Ja. Da ist auch was in vierer Tiefe. Vorsichtig.
Also es müsste eine Münze sein. Die höchste Münze, die wir bis jetzt gefunden haben, waren 20 Cent. Toll, wenn wir noch eine höhere Münze finden würden. Ich habe es noch nicht gesehen. Ist auch tiefer. Da liegen die auch so am Rand. Ja, ja, ich muss mal gucken. Weiß ich nicht. Hab's noch nicht. Ist aber was. Vielleicht in dem Hügel? Ist es vergraben? Ne. Da. Da. Da in der Vierer-Tiefe. Kann halt alles sein. Immer findet man die aber auch nicht. Das ist nicht so einfach. Deswegen bräuchte ich einen Magnet. Ich hatte mal so einen Stock, da konnte man dann einfach das, den Gegenstand mit einem Magneten anziehen. Ich müsste mir echt mal so einen. Ich hatte ja einen Magnet, aber der ist leider im Ferienhaus. Habe ich ja gefunden. Den ehemaligen Eigentümer. Aber ich müsste mir diesen Magneten. Ich glaube, das ist es schon, oder? Nur Metall, da ist nichts. Sieht nicht so gut aus. Den Schmuck würde ich auch mal gern finden. Ist der jetzt vergraben? Ne. Immer noch. Das ist echt ziemlich merkwürdig. Ist gar nicht so einfach hier. Geht drei Funde schon, ein Stück Platz ist nicht schlecht. Da geht's weiter. Kriegt ihr ja noch mehr. Tiefe. Schon wieder so weit Richtung Spielzeugauto oder Münze. Aber was ganz anderes. Das ist aber tief vergraben hier. Hat hier einer seine ganze Auto. Ah ne, das ist Alufolie, würde ich sagen. Was ist das für? Alufolie schlägt auch an. Oder? Ne. Ne. Steckt alle vor dir nicht an. Steckt aber auch nichts mehr an, weiß ich nicht. Komisch. Keine Ahnung. Mal weiter. Da. Ganz deutlich. War das jetzt? Tiefe 4 cm. Wir können es auch ein bisschen mal so machen. Müssen wir nicht mal buddeln. 4 cm tief sind. Okay, das ist ein Spielzeugauto hier vorne. Das fühle ich irgendwie. So was findet man nicht alle Tage. Kann ich euch aber versprechen. Spielzeugauto ist schon toll. Ja, es wäre auch toll, wenn wir irgendwie mal Schmuck finden würden. Wäre ich auch noch für. Ich bin jetzt auch noch nicht gefunden. Ich mache mal ein größeres Loch. Ich muss eh tief graben, das ist so weit unten. Noch ein Spielzeugauto wäre auch cool. Ja, ich habe bis jetzt öfter Spielzeugautos gefunden. Aber es ist halt naheliegend, dass man sowas findet. Ich glaube, ich habe es schon. Habe ich schon mitgenommen? Das ist hier noch irgendwo vergraben. Hm.
diesen Stein, das ist eher unwahrscheinlich. So vom Fundobjekt her gesehen. Was ist es dann? Was ist es dann? Da müssen wir uns nochmal. Da ist was. Oh no. Draht. Wir haben Draht. Gehen wir mal. Jetzt soll ich dich schaukeln. Aber hier hoffe ich mir mehr. Ja. Ich glaube, ich bin richtig. Ist auf jeden Fall was verwarmt. So warm. Da. Nee. Da. Das war ja direkt hier am Sand ist es vergraben. Vielleicht ist es gelb, das ist naheliegend. Könnte gelb sein. Oh, das ist eine Schraube. Hey, was finden wir hier alles? Einfach eine Schraube vom Spielplatz oder so. Keine Ahnung. Einfach eine Schraube gefunden, nehmen wir auch mit. Alles, was wir finden, nehmen wir mit. Ja, wir machen weiter. Was hier leuchtet. Keine Ahnung. Schade, da ist noch nicht mal mehr. Der hat Signal. Ah doch. Das ist so laut, Kirche. Finden wir noch eine Münze? Ja, wir finden eine Münze. Es sind 1 Cent. Yay. Wir haben sie gefunden. Angeblich müsste es im Hügel liegen. Das ist nicht ein Stein. Es ist zwar ein Vierer, aber ich weiß nicht wo. Ja, mit dem können wir ja mal. Wenn es nicht Geld ist, dann würde man es direkt sehen. Das andere ist kritisch gesehen. Ist aber was. Ich hab's noch nicht gefunden. Da. Zwei. Was ist das? Nee. Das ist es aber nicht. Zweier Tiefe. Ich bin Zweier Tiefe. Ich sehe hier nichts. Ich hoffe mal nicht, dass ich irgendwann mal an dem grünen Stein vorbeigrabe. Ist das Metall? Das ist Metall, oder? Kann das das gewesen sein? Weiß ich nicht. Das ist Metall. Ich glaube, das ist irgendein Drahtgeflecht. Nehmen wir auch mit. Eindeutig hier. Noch eine Münze. Wird es Münze Nummer 2? Ich hoffe. Ist das hier? Mist. Nö. So. Und weiter. Hier ist nämlich was. Zwei. Ich finde diesen Gegenstand nicht. Wo mir hier die ganze Zeit angezeigt wird, hier wäre was. Ich sehe das nicht. Das ist eine Münze, eine 1-Cent-Münze. Wie willst du die auch finden? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist aber was. Wo ist? Weiter geht's. Mal ein bisschen
weg von der Schaukel. Abseits von der Schaukel. Wo es direkt auch wieder anschlägt. Schlägt mir an. 15. Weiß ich, war da auf den Detektor gekommen. Ein Euro. Mit dem Beutel zu machen. Ist aber. Das ist warm. Weiter geht's. Hä? Das ist doch was. Das ist Müll. Hier war auch Geld irgendwo. Da. Da liegt Geld. So viel. Weiter geht's. Ich weiß nicht, was das ist. 2 cm. Das ist nicht tief. Der Stein. 2 cm. So tue ich sie da nicht. Noch ein Stein. Da, Müll. Wieder 10 Cent. Also haben wir jetzt 41 Cent. Machen weiter. Tja, die Schaufel lohnt sich für Geld. Da ist auf jeden Fall was in 4 cm Tiefe. Hier gucken wir jetzt. Ist das noch hin? Yes. Ist das aber nicht. Das ist ein Luftballon. Ich wollte aber eigentlich den Gegenstand schon. Das ist ein Hügel. Ich hab's schon mitgenommen. 2 cm. Das Geld? Oder was ist das? Ist das ein Hirnstein? Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Das ist auch nicht, das ist eine Schale. Komisch. Ich weiß es echt nicht. Das hier? Nee. Nee. Jetzt habe ich es noch nicht. Ich bin noch am Suchen. Aber ich weiß auch nicht, was das ist. Ich muss vorsichtiger suchen. Ich hab schon dreimal vergraben. Hä? Da war aber was. Keine Ahnung. Ich bin komplett verwirrt gerade. Das zeigt mir an, aber dann doch nicht. Das war ja tiefer. Ich
schon wieder vergraben. Ist wahrscheinlich so klein. Dass ich sie einfach nicht finde. Weil es zu klein ist. Also eine Münze wird es nicht sein. Da ist es. Das ist ein Stück Alufolie. Aber so dermaßen klein, dass ich es nicht finden konnte. Da könnte mein Euro sein. Scheiße. Müll. Das ist Iron. Das geht, Klaus. Mit meinem TikTok. Das ist echt anstrengend, ihn zu halten. Zwei Funde. Müll. Das ist Müll. Warum wo Geld? Vergraben. Keine Ahnung. Das ist Müll. Das ist alles Müll. Müll. Geld. Das ist für Müll verraum, dass ich die Signale gar nicht richtig deuten kann. Machen wir weiter. Das war. Das ist aber hier die Folie von der Schaukel. Ist auch nichts. Und das? Das ist aber wirklich was. In 2 cm Tiefe. Das ist auch wieder Müll. Da finde ich so viel Müll hier. Der Spielplatz hat sehr viel Müll an sich. Lecker an Kaugummi. Das ist hier nichts. Was ist das? Ne, kann ich. Sieht aber aus wie Schmuck. Ja, das ist Schmuck. Metallschmuck haben wir gefunden. Das ist hier. Das Signal kommt von hier. Ich zeige euch das. So, direkt hier drunter ist es. Direkt hier drunter muss es sein. Wieder Geld. Was finden wir diesmal? Keine Ahnung. Ne. Das finde ich nicht.
Eisenstange. Die Eisenstange, leider. Boah, ist das warm. Leider die Eisenstange. Wir gehen weiter. Da ist es Pfeffer. Das ist ein 100%iger Pfeffer. Wir haben das Pfeffer. Ja, da ist ein Treffer. Könnte auch Geld liegen. Muss nicht, aber es ist möglich. Und es ist mal mehr Geld. Es sind 50 Cent. Perfekt. Haben wir schon einen Euro. Dass hier Geld liegt, hätte ich nicht gedacht. 50 Cent. Schön. 50 Cent ist schön. Macht Spaß. Wenn hier auch Geld liegt. Ich höre es halt am Sound, was hier liegen könnte. Da schon wieder. Geld. Ich bin mit deinem Geld im Münzregen. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber ich würde mir wünschen. Ja. Ja, ist nicht so sicher, das Signal. Geldanzeige. Da. $0.05. Ich traue dem Gerät für 5 Cent. Ist das wirklich 15 oder ist es nur der Schimmer? Weil die 50 Cent ist jetzt das höchste, was ich jetzt hier genommen habe. Ich habe auch schon mal 2 Euro gewonnen. Ne, es ist eine Alufolie. Oh, schade. Ja, der ist gefunden, macht hier. Der Spielplatz lohnt sich. Damaliger Ergebnis mit diesem Spielplatz hier. Und dann sieht es danach aus. Auch wieder ein Euro. Ich hoffe, wir finden 2 Euro hintereinander. Wie geil das wäre. Ich muss das Signal nur noch mal lokalisieren. Es war hier irgendwo. Finde ich es nicht. Gerade finde ich es nicht mehr. Doch. Wo steckt es an? Da. Direkt hier am Boden. Was ist dann? Ist es nochmal Geld? Ist es Geld oder ist es Müll? Das ist hier die große Frage, die ich mir stelle. Da war die, die Frage, was ich gefunden habe. Ich habe 1 Euro. Im Hügel. Vergraben im Hügel. Zwar vergraben im Hügel, aber schwer zu finden. Das Wetter wird nicht mehr so gut sein gleich. Sieht nach Regen aus. Ich fahre auch gleich zum Konzert von der Feuerwehr. Ey, lange mache ich nicht mehr. Wo ist das denn? Das Rote. Dass ich es hier irgendwo habe, aber ich es nicht sehe.
Schade ist, dass man keine Steine finden kann. Spaß. Wäre lustig, wenn man Steine finden könnte. Ja, aber was? Ich muss ja nochmal gucken. Provoziert mich, dass ich es nicht finde. Das sind meine Schuhe. Oder? Die Schuhe mal aus dem Weg. Sind nicht meine Schuhe. Ich bin zu weit weg. Schwaches Signal. Ein schwaches Signal. Ja. Direkt da drunter müsste es sein. Laut Metalldetektor. Ist aber nichts. Ich weiß es nicht. Ich hab da nichts. Manchmal spinnt er auch. In dem Falle würde ich sagen. Keine Ahnung. Weg jetzt, oder? Ich gebe mich auf. Immer noch. Irgendwo in dem Berg. Aber wo? Keine Ahnung. Nee. Ich finde es nicht. Das ist so schwer. Ja, keine Ahnung. Da ist nichts. Das sind die Schuhe von mir. Ach, es ist warm. Wir machen weiter. Wir gehen mal Richtung Schaukeldinger. Ich bin aber auch gleich fertig. Was ich gefunden habe. Das Gerät. Wenn wir hier was haben, was anschlägt, dann ist es also meistens etwas am Rand. Mal gleich auf die Uhrzeit gucken. Was ist das? Ja? Keine Ahnung. Ist aber nicht eine Spur von mir wieder. Ich muss mir mal was einfallen lassen wegen den Schuhen. Da ist aber was. Schuhe. Ne. Nicht langsam. Jetzt sind sie Schuhe. Ne, da ist nicht. Das Gold? Ne, das ist Alufolie. Das ist es aber. Eifolie. Keine Ahnung, was das war. Ich hab keine Ahnung. Was war das? Hier wieder. Hier. Ja.
Ein Cent. Ein Cent. Ich glaube, ich Metalldetektor. Gucken, was es wirklich ist. Ist aber nichts. Komisch. Da ist es aber. Da muss was sein. Das ist nicht das Holz. Hier, Geld. 10 Cent. Na gut, 1 Cent auf 10. Kamera muss man da nicht. Ich sag ja, der Spielplatz hat gute Funde. Da lohnt sich der Spielplatz. Findet man was. 2,10 €. Schon wieder. Ja. Mal kurz. Jetzt gucken, wo das herkommt. Direkt da runter. In 2 Zentimeter Tiefe. Was ist so weit am Rand? Ist nichts. Ich küsse irgendeine Schraube oder so. Das ist so weit am Rand, das kann ja was sein. Ich würde mich wundern, wenn da was wäre. Nicht meine Schuhe. Metall hier. Ist auch noch was. 6 cm tiefer. Bin doch gleich durch. Hier ist noch was. Geld. Der ist jetzt. Nee. Das ist was anderes. Das ist was Geiles. Es ist eine. Was ist das? Ein altes Wappen. Da steht drauf Main Collection. Oder ein Knopf oder so. Nehmen mit. Da ist ein Knopf verloren. Gehen wir weiter. Versuch den Gegenstand zu finden. Hier war was. Da. Was ist denn jetzt? Hier das drin liegen. In dem Sandkasten. Den gibt's. Nein, no way. No way, wir haben 10 Barney gefunden. Alter, auf dem Spielplatz das zweite Mal. Was ist das für eine. 2 cm Tiefe. Münze. Wo ist die nächste Münze? Wo ist es denn? Wie, was ist denn?
1 Euro. Dann haben wir gefunden, hier ist also ich bin ganz so einfach, noch 1 Euro. Dann haben wir gefunden 50 Cent, 2,50 haben wir jetzt schon zusammen. Wir haben 10 Cent gefunden, 2,60, nochmal 10 Cent. Jetzt gleich raus. 2,70, dann nochmal 10 Cent. Das sind dann schon 2,80, dann nochmal 10 Cent. 2,90, 1 Cent. 2,91. Dann nochmal 20 Cent haben wir gefunden. Ja, wir haben 3 Euro. Nee, ich weiß nicht, was das ist. Doch, 2,91 Euro haben wir jetzt gefunden. Dann haben wir noch gefunden ein Teil, wo ich nicht weiß, was das ist. Ich denke mal einen Knopf. Ich muss ein bisschen. Keine Ahnung, was das sein soll. Da steht drauf, Main Collection. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Knopf sein könnte. Wir haben Geld aus Moldova gefunden. Ich will es präsentieren werde. Ich muss jetzt gucken, wo es ist. Ganz so einfach. Das sind Minizahlen. Was fehlt denn? Da ist es. Ne, das ist nicht. Oh ne. Das ist einmal erhoben. Hier haben wir Geld aus Moldova gefunden. Und zwar sind das 10 Bani von 2016. Ja. Und hier steht auch noch drauf. Republik Moldova. Das ist schon sehr schön. Zimbani. Habe ich noch nie gefunden vorher. Zufrieden mit. Und dann haben wir noch reichlich Müll gefunden. Fängt an mit einem Spielzeugauto. Dann Draht. Eine Schraube. Noch mehr Draht. Ein Red Bull, eine Abziehlasche von Red Bull, Alufolie, irgendein Öffner, eine Schraube, eine Mutter eher gesagt, ja, irgendwas, was Schmuck, keine Ahnung, irgendwie von der Kette oder so, ein Stück von einem Haken irgendwie so. Noch mehr Müll. Noch mehr Müll. Und zuletzt noch ein Stück Draht. Das waren die Funde aus dem heutigen Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.